Okay, das ist aber jetzt schon die nächste Mission. Honigfalle. Hast Öko-Kämpfer Ich habe eine gefunden? potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf deiner Karte markiert. Bekämpft mit einer Maschinenpistole. Ich brauche jetzt keinen Öko-Kämpfer. Jetzt kann man zieht Kugeln Insektenspray vor. Mit Betäubungsgewehr. Nee. Ich habe jetzt Respekt vor Rekrutierungsmissionen. Wir machen Story so schnell es geht. Keine Rekrutierung mehr, bitte. Hey, ich hab getanzt für dich. Nenn mich nicht Amöbe. Freundlich, die Menschen in London. Na, guck mal, hier ist unsere Albion. Rekrutin. Ist bestimmt nachts, oder? Nee. Nein, bleib sitzen. Ich brauche die Biometriedaten eines hochrangigen Sears Officers. Augen und Finger. Der hat Hochwasserhose. Nein, dafür haben wir keine Zeit. Bitte nicht so laut. Die Daten waren verschlüsselt. Und? Begley kann sich drum kümmern. Nicht schneller als ich und ich hab's versucht. Unmöglich in der Zeit, die uns bleibt. Also, wenn ihr mir nicht helft, gewinnt Zero Day. Und dann sterben wir alle. Scheiße. Finger, ich brauche etwas Eis und eine Säge. Nein. Hochauflösende Fotos tun es auch. Es muss die Verbindungsperson beim Innenministerium sein. Und der Sears vernichtet bei einem Angriff ihre Zugangsdaten. Das ist Vorschrift. Also bleibt uns nur die altmodische Tour. Yeah, Folter. Oh Mann, nein. Eine Beziehung aufbauen. Bringt jemanden in die Nähe, der dann heimlich Fotos macht. Okay, ein Kinderspiel. Dieser Teil des Jobs wird hässlich. Schickt jemanden, der das hinkriegt. Könntest du mir helfen, Bagley? Ich schlage vor, dass du mit der SRS-Verbindungsfrau im Innenministerium so Freundschaft schließt, wie sonst auch, indem du dich brennend für jede Einzelheit ihres Lebens interessierst und nicht locker lässt. Ich höre. Die SRS-Verbindungsfrau im Innenministerium ist die Brücke zwischen Regierung und Geheimdienst. Ihr Büro in der Downing Street wäre ein guter Ort, um Freundschaft zu schließen. Dann wird das so gemacht. Ich finde, unser Bauarbeiter, der ist immer so wie so ein Elefant im Porzellanladen, was ihn aber sehr sympathisch macht. Er schreit immer rum die ganze Zeit. Er ist irgendwie, ich weiß nicht, tollpatschig, was unter anderem auch daran liegt, wie ich spiele, dass vieles schief geht, aber ich muss sagen, ich mag Mura. Er ist mir sympathisch. Ja, und Malik war sehr motivierend. Das, was jetzt kommt, wird hässlich. Okay. Die ist Textdatei. Auch wenn ich die nicht lese, nehme ich sie gerne mit, wenn ich es kann. Kann ich nicht. Die liegt sehr, also die liegt so hinter dem Zaun, da komme ich wirklich nicht ran, ne? Das ist jetzt echt ungünstig. Ja, so komme ich auch nicht ran. Bleibt's liegen. Aber hier ist noch eine Textdatei irgendwo. Ja. Die kann ich mitnehmen. Olivia. Ich finde den auch toll. Ist mein Lieblings. Ja, meiner auch. Ich bin aber traurig, wenn er im Knast sitzt.
Er ist halt auch praktisch. Er hat halt die Drohne. Die ist wirklich... Die kann man immer gut gebrauchen. Und ja, die fluchen dort tatsächlich alle so. Sobald du an irgendwem vorbeiläufst, fluchen die und schimpfen. Wir können uns auch so ein Obi nehmen. Da hatte Susi die Oma und wir haben den Opa. Unglaublich. Hier arbeitet die SIRS-Verbindungsfrau im Innenministerium. Aber ich sehe im Überwachungsnetz nur ihren Assistenten. Hack den erstmal. Super. Ist ja nicht so, dass hier nicht 12 Millionen hochbewaffnete Albion-Mitarbeiter sind. Komme ich hier wieder rein als Albion-Mitarbeiter? Ja, ich könnte... Ist ja wieder da. Hallo, der Zweck braucht deine Hilfe. Okay, wird gemacht. Da steht halt jetzt direkt eine. Das ist ein bisschen doof, oder? Jetzt heißt es du gegen mich, okay? Scheiße, es reicht. Fickt euch. Wir brauchen euren Schutz nicht. Wir wollen unser Stadt. Finger von der Hunde. Das ging natürlich voll in die Hose. Wow, wo kam die jetzt her? Gut, das machen wir jetzt noch mal. Was war das? Hui. Warum muss immer alles erstmal schief gehen? Versteh es nicht. Können jetzt bitte aufhören, nach mir zu suchen? Okay. Kommt hier so eine Kackdrohne, ey. Ich werd wahnsinnig. Ja, ich dachte, hier ist eine Maske.
Oh, die Drohne. Die Drohne erkennt mich nicht. Und alle, die ich nicht sehe, die sehen mich auch nicht. Nach dem Prinzip spiele ich hier gerade. Sieht mich! Die Behörden sind hier, um sie zu beschützen. Leck mich, du Schwein. Einfach unglaublich. Hab ihn! Nein, ich komme nicht zu deinem spontanen Meeting. Du, das kannst du dir in deinen arroganten, hässlichen Arsch schieben, du. Ich war das nicht. Ich habe keine Falle scharf gemacht. Muss ich jetzt mit dem Download Auto abgeschlossen. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Warte, wo gehen wir raus? Da, wo wir rein sind, oder? Da ist gerade eine hinterm Auto. Oder kommen wir hier oben lang? Oh, da steht auch einer. Gerade weg vom Auto. No, 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 du. Du erkennst mich nicht. Das Ding ist, du kannst halt gegen diese... Du kannst nichts dagegen tun. Wenn sich der Pfeil rot färbt, weil ich kann ja nicht rennen. So, ich kann nicht rennen. 16 E-Mail-Unterhaltungen deuten darauf hin, dass unser Kontakt im Innenministerium eine Schnapsdrossel ist. Sie verbringt ihre meiste Zeit im Three Hawker Boys. Wenn du sie verführen, eine Beziehung mit ihr anfangen willst, wäre das ein guter Ort. Schick mir bitte den Standort. Erledigt. Verführe die Verbindungsfrau. Dafür können wir nur einen nehmen. Was will der Typ von mir jetzt? Ärger. Wir verführen jetzt jemanden. Das kann nur unser Mura. Der Zeck könnte so faule Säcke wie dich gebrauchen. Wie reden die denn hier alle in dieser Stadt? Ist ja fast wie in Deutschland. Immer nur meckern. Oh, Entschuldigung. Ich gehöre zu euch. Hä? Ich dachte... Warte, ich habe gar nicht gewechselt. Was? Du willst dich mit mir anlegen? Komm schon, na los! So, Mura, streng dich jetzt an. Was hat der eigentlich für ein Standard-Outfit? Wir sehen ihn immer nur als Bauarbeiter. Das ist sie.
Na, dann mal eine Runde Darts spielen. Spielt aber gerade einer, da trinken wir erstmal ein Bier. Three Hawker Boys. Okay. Jetzt ist schon wieder grüne Punkte. Don't do this. Mich stört das auch, dass ich hier immer den grünen Punkt habe bei Laden. Das, also ich will aber nirgendwo draufklicken, weil ich will nichts kaufen. Aber wie viel Geld wir haben, wir könnten tatsächlich voll mal die Klamotten und so kaufen. Wo geht's denn hier hoch? Okay, Getränke spendiere ich heute. Hier geht's hoch. Ist ja auch kein Barkeeper da, der aufpasst. Hallo? Wusstest du, dass Plato sagte, es gäbe 7 Arten der Liebe und, na fuck, ich bin scheiße darin. Wenn du schon bei einem Satz so ein Mist baust, will ich nicht wissen, was du bei 2 machst. Mach's gut. Meine Güte, so schlimm war's jetzt nicht. Bist ein bisschen verkrampft, was? Oh, eigentlich habe ich gute Laune. Es ist nur, dass ich meine karge Freizeit damit verbringe, die Avancen eines seltsamen Sumpfwesens abzuwehren. Fick dich. Nicht mal in deinen wildesten Träumen, Baby. Hurra. Ich lerne noch die Nuancen menschlicher Interaktion. Aber meine Analyse sagt mir, dass du nicht ihr Typ bist. Weiter so, Bagley. Vielen Dank. Hör auf zu jammern. Es gibt einen Haufen Fische im Meer. Und wir haben das größte Salzwasser-Aquarium in der Stadt. Wenigstens einer unserer Fische sollte doch fickbar sein. Ich höre. Bagley. Probier einfach jemand anderen. Vielleicht diesmal eine Frau. Was geht denn jetzt hier los in dem Spiel? Was sind das für Begriffe? Guck mal, sie ist doch hübsch. Der haben wir noch gar nicht gespielt. Die ist Anwältin. Ich glaube, die kann sich ein bisschen besser ausdrücken. Aber ganz ehrlich, ich finde das richtig lustig gerade. Das passt so zu Mura. Zäh, mutig, dämlich. 2 davon reichen aus, dich uns anzuschließen. Manche hier sind alles davon. Scheiße, ja. Ich will endlich was bewirken. Sehr gut. Die da, die wird jetzt einfach direkt 2-mal angelabert. Hey, klingt dumm, aber haben wir uns letztens auf Invite gematcht? Wenn nicht, lasse ich den Geschäftsführer umbringen. Ach, das war gelogen, aber lass dich nicht aufhalten. Ach, sei vorsichtig, wen du anflunkerst. Fast wäre jemand gestorben. Naja, wahrscheinlich hätte er es verdient. Ja, sollen wir diese Unterhaltung nicht an einen etwas privateren Ort verlegen? Tut, das war jetzt nicht unbedingt besser, oder? Aber hat funktioniert. Meine Güte, ich wusste nicht, dass du sowas kannst. Hast du noch andere Geheimnisse? Nichts, das dich interessieren könnte. Außer vielleicht... Wow. Naja, wir sind jetzt aber beste Freunde. Hast du die biometrischen Daten bekommen? Ja, habe ich. Aber mal ehrlich, als ich dem Widerstand beigetreten bin, habe ich eher an jede Menge Molotow-Cocktails und weniger an sowas gedacht. Gut gemacht. Was jetzt? Anscheinend musst du die List noch ein bisschen aufrechterhalten. Der Upload läuft noch und unsere Kontaktperson meldet sich gerade. Gib sie mir. Schluss mit dem Scheiß. Wer zum Teufel bist du? Arbeitest du für die Russen? China? Die scheiß USA? Wow, wenn du mich nicht wiedersehen willst, ignoriere mich doch einfach. So macht man das heute. Oh, halt's Maul.
Upload abgeschlossen. Malik ist in der Leitung. Er wird sicher ausgesprochen dankbar und höflich sein. Das sollte ausreichen. Treffen wir uns an der Westminster Abbey, um die Ergebnisse zu besprechen. Und eins noch. Deine Leistung war etwas besser als erwartet. Versuchst du etwa nett zu sein? Er hat die Verbindung getrennt. Oh, leck mich doch. Okay, Mission abgeschlossen. War super strange, aber... Ich habe den Treffpunkt auf deiner Karte markiert, aber hetz dich nicht. Danke, Bagley. Zeig jetzt Treffpunkt. So. Ich bleib trotzdem dabei. Mura ist mein Spirit Animal. Westminster Abbey. Die haben wir uns, glaube ich, auch noch nicht wirklich angeguckt hier im Spiel, oder? Ja, weißt du, wenn ich schneller laufe, als du fährst, dann kann das hier nichts werden. Ist hier links oder rechts? Er ist drin? Nee. An der Westminster Abbey. Da vorne. Waren wir hier schon? An der Westminster Abbey, der letzten Ruhestätte des bekannten Cousinenfickers König Edward I. Ist das wichtig, Bagley? Also, schon, wenn du seine Cousine bist. Aber setz dich ruhig. Ich gebe Malik Bescheid, dass du da bist. Was ist jetzt mit Bagley plötzlich los? Der redet auf einmal so... Wie bitte? Vulgär. Schnell wieder aufgestanden. Ich muss gehen. Hab seit 76 Stunden nicht geschlafen. Ich kann das nicht. Du bist nur müde. Nein, ich habe Angst. Ich weiß, wer Zero Day anführt und ich kann sie nicht besiegen. Also gut, scheiß drauf. Ich brauch nur den Namen. Das ist keine Bitte. Okay. Ich werde dir vertrauen. Laut meinen Analysen ist Zero Days Kopf die derzeitige Anti-Terror-Abteilungsleiterin des SIRS, Emma Child. Angeblich ist sie der Grund, dass Gorbatschow 1991 den Coup überlebt hat. Darüber hinaus ist sie meine Freundin. Vor vielen Jahren war sie die Mentorin bei meiner ersten Mission. Tja, Six Semper Tyrannis, was? Halt, halt. Es könnte immer noch falsch sein. Nehmt ihr Emma ins Visier und ich irre mich. Kriegt ihr es mit ihr und Zero Day zu tun? Unternehmt nur was, wenn sie es auch ist. Wir passen auf. Seid euch sicher. Sonst sind wir tot. Ich stimme einem Berufsschnüffler ungern zu, aber Malik hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Wir legen uns hier mit der Antiterrorismus-Chefin des SIRS an. Das ist noch keine beschlossene Sache. Emma Child ist erstmal nur eine Spur. Okay, damit kann ich leben. Also, wie finden wir sie? Bagley, schau dir diese SIRS-Dossiers an. Wenn du rauskriegst, wer Child direkt untersteht und dich in deren Kommunikation hackst, kommen wir weiter. Erledigt. Boah, du bist aber schlau.
Aber wir können nicht darauf warten, dass sich jemand verplappert und Emma Childs Position verrät. Wir müssen provozieren, dass sie sich mit ihr treffen wollen. Also brauchen wir was Großes. Eine klassische DedSec-Nummer, die ihnen eine Scheißangst einjagt. Emma Child ist die Antiterrorismus-Chefin des SIRS und koordiniert die Zusammenarbeit mit Albion im alten MI6-Gebäude. Wenn wir also einbrechen und eine Nachricht hinterlassen, die sie erreichen wird... Klingt gut. Machen wir so. Was ist mit der Dame da drüben? Ja, genau. Ich glaube, ihr geht's nicht gut. Oh! Der Bus hat sie gefixt. Wir können wieder als Albion-Mitarbeiter hier rein. Rein theoretisch. Aber das ist dann wieder so... so schleichen. Also so... ohne Rennen und Ducken schleichen. Und das ist blöd. Wir schleichen mit Rennen und Ducken. Schleichen mit Rennen macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Uns erstmal an, wo der Server ist. Das ist das alte MI6-Gebäude, einer der bekanntesten Geheimdienste der Welt. Jetzt, dank des SIRS, nur noch das dunkle Herz jedes Geheimplans und jedes Coups in ganz Europa. Also eigentlich kein großer Unterschied. Okay, klingt ja bloß ein wenig lebensgefährlich. Buckley, jage keine Angst ein. Du musst nur den Hauptserverraum finden und uns verbinden. Wir erledigen den Rest. Du schaffst das schon. Wir müssen da runter. Okay, wir haben schon mal einen Schlüssel. Bitte, wo muss ich hin? Da. Okay, wir könnten mit Spideybot. Oh, hier stehen Munitionskisten. Okay, ich schalte erstmal alle Fallen scharf. Dann lassen wir sie ein bisschen sterben. Und dann gehen wir rein, wenn hier freie Bahn ist. Machen wir es diesmal so. Sie geht jetzt wahrscheinlich gucken. Haben wir hier noch ein paar Fallen? Öffnen, schließen. Hier. Da. Das ist irgendein Folterraum. Das finde ich ein bisschen crazy. Ich weiß noch nicht so richtig. Das ist echt heißer Shit. Wir könnten dann da durch. Jetzt sind wir wieder hier. Es ist immer nicht so leicht.
Wetter jetzt ungünstig. War nicht so leicht, die richtige Kamera zu erwischen, wo man jetzt so hin will. Ich kann das immer nicht so richtig einschätzen. Ob die weit ab vom Schuss ist. Wer ist das dort? Hier haben wir tatsächlich keine Falle hier unten. Wir könnten das deaktivieren, um sie abzulenken. Bringt uns aber jetzt noch nicht viel. Da könnten wir hochklettern. Vollständige Netzwerkbrücke. Könnte hier mit einer Drohne rein, wahrscheinlich. Die Frage ist, wir kommen ja ganz am Anfang schon mal nicht rein. Wir könnten die Oma nehmen. Da können wir die am Einlass hypnotisieren. Dass die uns reinlassen. Das wollte ich nicht. Wir hier vielleicht was, eine Kamera von oben oder so? Ja, die sind ja schon wieder alle woanders. Hey, muss es doch noch eine andere Kamera geben, wo ich das besser sehen kann?